Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute soll es um den Waldkauz gehen. Der Waldkauz ist unsere häufigste heimische Eule. In diesem Video möchten wir ihn anhand von Aussehen, Lebensraum, Lebensweise sowie der Vogelstimme einmal genauer kennenlernen. Starten wir mit dem Aussehen. Der Waldkauz ist eine mittelgroße Eule und erreicht damit eine Körpergröße von etwa 37 bis 43 cm. Waldkäuze sind anders als Waldohreulen oder auch Schleiereulen relativ kompakt und kräftig gebaut, gehen also auch ein bisschen in die Breite und nicht nur schlank in die Höhe. Vom Aussehen her sind sie sehr, sehr gut getarnt. Sie sind graubraun bis röstlich braun, da gibt es so verschiedene Farbmorphen und haben dazu insgesamt noch relativ viele dunkle Flecken und so eine Längsstrichelung, sodass sie dadurch perfekt getarnt sind. Waldkäuze haben einen angedeuteten, leichten Gesichtsschleier und wirken dadurch insgesamt von der Gesichtsfärbung eher freundlich vom Gesichtsausdruck her. Unsere häufigsten Eulen findet man vor allem in Laub- und Mischwäldern, wo sie im zeitigen Frühjahr in großen Baumhöhlen brüten. Waldkäuze sind allerdings insgesamt auch sehr anpassungsfähig und kommen deshalb auch letztendlich überall dort vor, wo es Nahrung gibt und auch geeignete Brutplätze. Das können teilweise sehr große Parks oder sehr große Gärten sein. Waldkäuze scheuen da nicht unbedingt auch die Nähe zum Menschen. Als typische Eule ist der Waldkauz überwiegend nachtaktiv und jagt lautlos im Flug Mäuse, Wühlmäuse und Kleinsäuger. Waldkäuze sind typische Ansitzjäger, sprich sie sitzen irgendwo, hören und sehen ein Beutetier, fliegen dann geräuschlos ab und schlagen zu. Insgesamt sind sie aber im Dickicht relativ gute Flieger, weil sie eben sehr kompakt sind, kurze Flügel haben und dadurch manövrierfähig auch im dichten Wald fliegen können. Bestimmt interessiert dich jetzt aber auch, wie und wann und wo man denn Waldkäuze gut beobachten kann. Waldkäuze sind an sich Standvögel und ganzjährig bei uns. Dementsprechend kann man sie auch ganzjährig beobachten. Wir haben etwa 40.000 bis 75.000 Brutpaare des Waldkäuzes ohne wirklich einen erkennbaren Trend nach oben oder unten bei uns in Deutschland und damit ist der Waldkauz die häufigste Eule. Die Balz, also Waldkäuze sind zwar ganzjährig bei uns, die Balz findet aber vor allem im Spätwinter bis Frühling und dann noch einmal im Herbst statt. Dann hört man vor allem sehr viel den Ruf und vor allem dann auch den Gesang des Waldkauzes, dazu später mehr. Im Herbst gibt es, anders als bei vielen anderen Vögeln, eben noch eine zweite Balz. Die ist vor allem dafür da, dass die Männchen und Weibchen, die den Sommer über getrennt verbracht haben, langsam wieder zueinander finden, überhaupt mitbekommen, gibt es meine Partnerin aus dem letzten Brutzeitraum überhaupt noch. Die Jungvögel aus dem Jahr müssen dann irgendwann abwandern und suchen sich auch eigene Reviere. Also das ist schon mal eine Vorbereitung auf die spätere vorbrutzeitliche Balz dann im Frühling. Waldkäuze sind relativ stimmfreudig und haben zwei verschiedene Lautäußerungen. Zum einen rufen Waldkäuze ein Quit, 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 was früher als Komm mit gedeutet wurde und ihm den Ruf als Totenvogel eingebracht hat, der sozusagen sterbende Menschen ruft Komm mit in das Jenseits. Zum anderen gibt es den häufig geäußerten Gesang des Waldkäuzes, ein schaurig zitternder Gesang, der häufig auch in vielen Filmen oder Krimis genutzt wird, um eine schaurige Situation noch zu verdeutlichen. Ich hoffe, damit hast du den Waldkauz jetzt schon ein bisschen genauer kennengelernt. Hier ist noch ein weiteres Video zum Waldkauz, wie ich einen am Tageseinstand gefunden habe. Und hier oben ein weiteres Video rund zum Thema Vögel. Ich danke dir fürs Zuschauen, mach's gut, tschüss und bis zum nächsten Mal.